Howdy ho, Freunde zu Deadly Deadlight oder so. Und ja, was müssen wir denn hier nochmal treiben? Ich glaube, da hinspringen. Ja, dieser komische Pfeil zeigt uns, dass wir dorthin müssen. Oh Mann! Diese komische Falle, die mir... Oh, oh! Okay, ein Käse ist ein Tönchen zu viel, war das letzte... Wow, dahin. Oh Mann, soll ich da hoch? Oh, ich war schon gar nicht mehr auf. Das Haar. Harvey, Holly... rettet die Welt. Dann hier und dann muss man auf die andere Seite. Genau, das muss man auch erstmal checken. I've got to find that kid. He has no hope out here on his own. Oh, wenn ich es gecheckt habe, dann checkt ihr es auch. Ich bin wieder am Schwitzen, das glaubt ihr gar nicht. Wop, Frame-Einbrüche. Nicht gut. Wahrscheinlich, weil die Festplatte gleich voll ist. So. Run, Randall, if you want to survive. Ich sage, wann du rennen musst. Du let's play's dich nicht. Das ist zwar dein Leben, aber es gibt ja kein Recht, dich zu let's playen. Und wieder in Zeitlupe schön und dann abrollen. Yes. Yeah. Oh, ich dachte, es geht runter. Na, ich sollte weniger denken, weniger denken. Wohin? Wohin? Ach, dahin. Gut. Und hier bekommen wir jetzt endlich unsere Feuerwehr-Axt. Yes. Und jetzt boxen wir uns erstmal durch hier. Stirb, Drecksding. Na, lebst noch, oder? So, wir hauen auf die Beine und trennen den Kopf ab. That's what I like. Schnell runter. Wo ist dieser kleine Junge? Oh, da kommt noch jemand. Yes, mit letzter Kraft. Und komm. Ach, scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt, komm schon, jetzt, jetzt, jetzt. Da ist das Köpfchen ab. Na los, töte den hier. Ach, komm schon. Och, jetzt wird ich auch noch umgelegt, weil ich... Oh, Mann. Ist doch ätzend. Ach Gott, ja, letzten Kontrollpunkt starten. Oh, und jetzt starten wir wieder hier oben. Das Spiel ist eigentlich ziemlich scheiße. Also es sieht hübsch aus, aber so spielerfreundlich ist es nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Würde man es als Dark Souls Deadlight verkaufen, dann würde ich es vielleicht verstehen. Ja, dann würde ich sagen, ja. Ja. Ja, würde ich dann sagen. Komm, der lebt noch. Und jetzt schön nicht erwischen lassen hier. Yes, Kopf ab. Sehr gut. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Das ist wahrscheinlich Zufall. Okay, das Ding ist tot. Und raus da. Gutzi, hätten wir das auch geschafft, oh. Damn, Kid. Gotta find him. Und hier auf dem Boden liegt jetzt auch irgendwie da Kisten und da können wir rüber stolpern und das hat mir auch so auf den Hals gebrochen und jetzt fallen wir runter in die Tiefe und... Ha! Wir haben es geschafft, glaube ich, aber dann sind wir plötzlich... Why the hell did you run off? I'm fine. I know my way around. They're trying to kill you, kid. Think about that for a second. Wisst ihr, was mir hier passiert ist? Let me help you get home. What's the fastest way underground from here? There's a sewer portal on the other side of the park. Ja, ja. Then let's go. Ja. Run for it. Ah, jetzt bleibt das Spiel stecken, weil ich Start drücke. Ah, es hat so viele Bugs, mein Gott. Hier, wisst ihr, was mir hier passiert ist? Ich bin nämlich gesprungen und bin dann gestorben und ich dachte, what the fuck, ich konnte doch nichts machen. Das war eine verdammte Cutscene. Aber dann, nach dem Tod, bin ich hier aufgewacht. Das heißt, es hat gespeichert, aber ich bin trotzdem gestorben anscheinend irgendwie. Oh Mann, dieses Spiel... Wunderschön hin und her, den Spielspaß verdirbt es sehr. Oh yeah, aber wir sind jetzt im Bug, yeah. Ich sag jetzt einfach immer yeah, dann reimt sich das immer yeah. Seht ihr, yeah, seht ihr, yeah. Ich will ein Zephyr, yeah.
Ja, und jetzt werden wir high und sehen Blumen, rosarote Blumen und unsere Tochter. Oder ist es unsere Frau? Man weiß es nicht. Oh, die Tochter heißt Lydia. Okay. Quantum, dieser pädophile Sack. Ach, wir haben keine Ausdauer. Wow, was ist jetzt los? Nein, wo bist du gewesen? Hilf mir! Oh, ich habe vor Angst einen ganz anderen Dialekt und Akzent. Scheiße. Don't play with me. Was ist denn nur los mit dir? Warum hast du mich nicht geschossen? Hatten nicht beinahe umgelegt. Heinz, beruhig dich, Junge. Und leg dein Dialekt nieder. Okay, meine Tochter, es tut mir leid. Ich habe sie gesehen. Na, da war niemand. Nichts außer den Schatten hinter dir. Lass uns hier ruhig gehen. Los, hier ist die Ratte. Okay. Die Ratte weiß, dass du hier nie wieder rauskommen wirst, Junge. Ich werde dich bestrafen, du wirst lernen, dich zu benehmen. Ich weiß, wo deine Freunde sind. Sie wurden vor einer Weile ins Stadion gebracht. Ja, ins Stadion. Zuerst war das der sicherste Ort im ganzen Seattle. Doch sicher als die Space Needle. Sogar sicher. Oh Mann, jetzt habe ich keinen. Ich kann keinen Deutsch mehr. Mein Ton ist jetzt auch weg. Sie haben sich zu einer neuen Version der Hölle verbündet. Und was ist mit meiner Frau und meiner Tochter? Was ist mit ihr? Ich habe hingesehen, zugehört. Ich konnte keine Spur von ihnen finden. Wenn sie auch von diesen Leuten gefangen genommen wurden, dann werden es deine Freunde wissen. Ja, aber jetzt muss ich meinen Sohn bestrafen. Ich muss jetzt gehen. Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Sei vorsichtig, Mr. Wayne. Diese Männer sind gefährlich. Okay. Yes, und wo sind wir jetzt gelandet? Da ist das Füßchen und runter mit dir. Sehr schön. According to what the rat told me, if I cross the parking lot, I'll come to the stadium that was used as a safe place for survivors. Ja! Nein, Mist! Ganzes Blutbad angerichtet hier erstmal. Fall um! Nein! Ach, Mann! So, sind sie tot? Und da spritzt immer noch Blut. Okay. Vor Freude, mich zu sehen! Genau, hier hätten wir uns eigentlich verstecken können, aber ich hab's ehrlich gesagt nie geschafft. Weil die immer den Weg blockieren. So, hier finden wir jetzt eine Revolver. Yes! Wir lernen uns wieder zu verteidigen! Und wir treffen natürlich nicht. Super. Nehmen wir mal den Revolver. Der wird uns mehr helfen. So, und jetzt müssen wir runter und da festhalten. Upsa. Und auf andere Seite. Runter mit dir. Und auf Auto. Richtig. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, denn dort erwarten uns gleich einige fiese Gestalten hier. Da bin ich immer voll reingerast. Ich meine, wo soll man das wissen? Okay, die ignorieren wir. Scheiß auf die. Dreckiges Gesocks. So, ich mach mein Ding weiter. Scheiße. Yeah! Und schnell! Okay, das klappt schon mal viel besser als in den letzten Aufnahmen. Oh mein Gott. Es ist wirklich die bessere Entscheidung. So, darauf und dann. Those men from the new law use the message to draw in the innocent survivors. Jetzt mal heilen hier. Tju. Ah, diese Stelle ist auch so ein Arschloch. Ja. Ich habe nachgeguckt im Dead Island. Deadlight Ordner. Da gab es einen Ordner mit Arschloch-Maps. Asshole-Maps. Ja, die gibt's wirklich. So. Und so. Das ist ja noch nicht die Schwierigkeit, gleich da oben irgendwie durchzuhängeln. So, nicht nach unten gucken, nicht nach unten gucken, sonst muss ich kurz. Was vielleicht gut ist, das lenkt sie ab. Dann haben sie neues Futter. Dann denken sie sich, oh mein Gott, Menschen haben sowas in sich. Nein, das essen wir nicht. Wir müssen ja auf unsere Gesundheit achten und noch groß und stark werden. Wow!
So, kommt alle her. Kommt alle her. Du da drüben auch, hier rechts. Na egal, so. Weiter geht's nicht. Wir müssen jetzt... Oh, allein schon das hier. Ah, Mann. Okay, nur einer hat mich erwischt. Weg, 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 weg. Dass die auch so viel aushalten. Man kann sie auch wirklich nur töten, wenn man diesen Superangriff macht. Echt dumm. Köpfchen ab. Na, ist sie tot? Ja. Alles klar, da müssen wir jetzt einfach nur... Na komm. Ja, hol dich mal ein bisschen, Süße. Ah, ich nehme Randall jetzt Süße. So. Und hier habe ich auch nicht gecheckt, dass man erstmal hier und dann dahin, weil dieses im Vordergrund war. Jetzt springt er nicht. So springt er nicht. Geht doch. Mann, Mann, Mann. Ja, da kommt dieser Zombie und tschüss. Ja. Und jetzt sind wir im Stadion. Nee, das Kolosseum. Come on, leave him alone. We'll take care of him soon enough. He's just a poor old man. That jackass says the real military will save him. Who does he think we are? Well, that poor old man hit me. This isn't the end of this. You hear me? Der Arme wird gefoltert. So, wir müssen ihn jetzt retten. Und hier gibt's auch irgendwie was. Zensort, könnte man auch was angucken. Keine Ahnung, was er da sagt. Irgendwie was. Hm, das wäre ein Würstchen, ganz lecker. Irgendwie sowas. Tja. So, jetzt rangeln die ein bisschen, ganz süß, ganz nett. Ja, dann bleibt noch länger stehen. Als könnten wir nicht darüber springen. Naja, egal. Wir müssen hier so lang. Den umständlichen langen Weg. Und ich glaube, genau, jetzt finden wir einen neuen Freund. Oh yes, ab hier habe ich das Spiel schon wieder ein wenig gemocht, aber dann verflog der Spaß schon wieder. So, nehmen wir das Ding mal. Ah! Drecksviecher, Schnauze! So. Okay. Jetzt will ich die ganzen Dressing Rooms. Kommt her, Süßen. So, das ist kein Problem. Ah! Aber ich bin ein bisschen zu voreilig, ne? Und das müssen wir alle. Ah, was zum. Kann ich hier irgendwas umschmeißen? Da, 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 da. Schnell, schnell, schnell. Gut. Hier habe ich auch nicht gecheckt, dass man hier rauf muss und dann dahin. Ja, ich war echt überhitzt von der Sonne und allem Möglichen und oh mein Gott. Ich hab's nicht mal geschafft, ein Brot zu schmieren. Ich habe das Brot in den Toaster gepackt und den Toaster dann in die Mikrowelle. Gott. Und dann habe ich das Messer genommen und mir das angetan, weil ich vergessen habe, wie man Brot schmiert. Ich weiß nicht, ob man sehen konnte. War Nito übrigens. Okay. So. Na, nicht besteigen. Schön raus hier, schön weiter, weiter, weiter. Da ist Leben. Sehr gut, sehr gut. Nehmen wir uns mal schnell. Ich glaube, der Zombie kommt gleich. Oder die Schatten. Ich will Zombie, ich nenne sie Zombie. Ich mag Zombies. Dann sollen es auch Zombies sein und nicht irgendwie komische Schatten. So, und jetzt helfen wir dem Ding mal. Ich meine Ben. Wir helfen Ben. Oh, was ist hier? They are the food supplies that I was keeping in the shelter and that the soldiers of the city defended with their lives. Now these rebels have good will. Na, hier muss man auch erstmal warten. Autsch. Daniel. Oh Mann, was mit dem Tod?
bin. Wach auf, du alter Fuchs. Was ist passiert? Sie haben dich K.O. geschlagen. Ich glaube, ich habe auch was gut ausgeteilt. Ja, ich habe mal bei den Kiskus, die das Band ist, interessiert kann. Ich habe doch gesagt, dass wir uns wiedersehen. Sie haben Stella, Randy. Sie sind verrückt. Sie wollen mit Gewalt alles übernehmen und legen jeden um, der nicht mitspielen will. Ach du Scheiße. Was ist mit meiner Familie? Hast du sie gesehen? Ich habe niemanden gesehen. Sie haben mich gefesselt, dass ich nicht mitmachen wollte. Und Stella woanders hingebracht. Essen. Oh, Magen leer. Zu irgendeiner Basis, wenn sie deine Familie. Was ist mit dem Versteck? Das ist alles gelogen, Randy. Es gibt kein Versteck. Das ist nur ein Vorwand, um die Leute zusammenzutreiben und woanders hinzubringen. Randy. Dann müssen wir von hier verschwinden. Wir müssen sie finden. Gehen wir, Kumpel. Oh, ja, ja. Da, du bist schwer verletzt und hast viel Blut verloren. Nein, nein. Ich wollte nur. Weiß ich nicht. Schauspielen. Randy, glaubst du mir nicht? Gut, dann lass uns nach Hollywood fliegen. Ich hab da ein Vorstellungsgespräch. In diesem Zustand kannst du keine Rolle spielen, Randy. Na, du musst hier auf mich warten. Ich suche was, womit ich deine Wunden warzen kann. Ich meine, das hättest du sagen müssen, Randy. Heute ist mein Glückstag. Das war ich wieder. Wovon redest du? Ah! Ich komm durcheinander. Ach ja, gut, wir müssen jetzt verarzten. Da, zieh an dem Finger. Und dann kriegst du über. Ach nee, er zeigt irgendwo hin. Ins Hospital müssen wir jetzt. Supidupi. Ach Gottchen. Sit tight, Ben. I'm gonna get you some help. I'll be back as quick as I can. He's gonna back as quick as he can. Wir machen im nächsten Part weiter mit Deadlight, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.